Hallo, mein Name ist Karin vom Straumann Klinik Team und ich begrüße euch ganz herzlich zum Modul 3 der Straumann Smarties. Ich zeige euch heute die Funktion der Ratsche und die Anwendung des Diagnostik T und des Distanzindikator. Ich nehme euch mit und zeige euch, wie das funktioniert. Die Ratsche ist ein zweiteiliges Einbringinstrument mit einem Drehknopf, um Eindreh- und Ausdrehrichtung zu ändern. Diese wird verwendet für den manuellen Gewindeschnitt je nach Knochenklasse und für das manuelle Einbringen des Implantates in das vorbereitete Implantatbett. Die Ratsche wird vor der OP zusammengesetzt und die Funktion überprüft. Hier wird der Ratschenstift in den Ratschenkörper eingesetzt und die Schraube von Hand fest angedreht. Bitte darauf achten, dass nichts verkantet wird. Der Ratschenbolzen findet seine Position von selbst. Zusätzlich kann man mit einem Serviceinstrument die Ratsche fest anziehen. Sehr wichtig ist die Funktionsprüfung der Ratsche vor der OP. Dies unbedingt mit einem Adapter testen. Die Ratsche wird mit Drehrichtung im Uhrzeigersinn auf den Adapter aufgesetzt und in Uhrzeigerrichtung bewegt. Hier ist ein deutlicher Widerstand zu spüren. In die entgegengesetzte Richtung vernimmt man ein regelmäßiges Klicken. Dasselbe kann auch in entgegengesetzte Richtung getestet werden. Ist kein regelmäßiges Klicken zu hören, muss die Schraube nochmal fest angezogen werden. Nun ist die Ratsche fertig für den OP-Einsatz. Der Straumann-Distanzindikator kann für die Implantatplanung verwendet werden. Dieser ist sowohl präoperativ als auch intraoperativ anzuwenden. Den Distanzindikator gibt es für verschiedene Implantatlinien und Durchmesser. Die Ringscheiben des Indikators Bone Level, Bone Level Tapered, entsprechen dem Implantat-Schulterdurchmesser der Größe 3,3, 4,1 und 4,8 mm. An Modellen kann das verfügbare Platzangebot überprüft werden. Zusätzlich kann dieses Instrument auch intraoperativ angewendet werden. Hier wird mit einem kleinen Rosen- oder Nadelbohrer die gewünschte Implantationsstelle vor Aufbereitung des Bohrstollen markiert. Ein weiterer Vorteil hat der Distanzindikator beim Setzen von mehreren Implantaten. Hier kann der Abstand der Implantate zueinander sehr leicht von der Modell- in die Mundsituation übertragen werden. Mit Anziehen der hinteren Schraube werden die Distanzindikatoren zueinander fixiert und eine Übertragung in die Mundsituation ist fehlerfrei möglich. Dadurch kann verhindert werden, dass die Implantate zueinander einen zu geringen oder einen zu weiten Abstand haben. Nun wird intraoperativ durch die Perforationen der Indikatoren die Markierungen auf den Knochen gesetzt und der Abstand passt. Das Straumann-Diagnostik-T wird für die Implantatplanung verwendet. Mit diesem Instrument kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen. Die Piktogramme auf dem Instrument zeigen an, welcher Arm für welche Messung verwendet wird. Interdentaler Abstand, sehr wichtig bei der Implantat-Schulterauswahl. Dieses Piktogramm kann auch intraoperativ angewendet werden. Man setzt dieses Instrument an den natürlichen Zahn und hat somit eben den Implantatmittelpunkt mit einem genügenden Abstand zum natürlichen Zahn. Auf der Rückseite des Instrumentes befindet sich ein Piktogramm mit einem Winkelstück und einem eingespannten Bohrer. Dies ist die minimale Mundöffnung, die der Patient haben muss, um Zugang mit den chirurgischen Instrumenten zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Modul 3. Ratsche, Distanzindikator und Diagnostik-T. Im nächsten Modul lernen wir die Vorbereitung des Knochenplateaus und die Ankörnung für das Implantatbett.